Wie schön, mit Ihnen heute hier in dieser wunderbaren Salvatorkirche einen 500. Geburtstag feiern zu können. Dear Mr. Wells, lieber Herr Naumann, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, geschätzter Bürgermeister Lenzdorf, liebe Gäste, ich freue mich, Sie zu unserer 5. Mercator Lecture begrüßen zu können. Diese ist für uns etwas ganz Besonderes. Der 500. Geburtstag von Gerhard Mercator, dem bedeutenden Duisburger Kartografen und Kosmografen des 16. Jahrhunderts. Und Gerhard Mercator ist der Namenspatron der Stiftung Mercator. Sein Name steht für die Verbindung von globalem Denken, wissenschaftlicher Präzision und unternehmerischem Handeln. Sein Leben zeigt die Bedeutung von interkultureller und interreligiöser Toleranz, Werte, für die die Stiftung Mercator eintritt. Der Name Mercator ist die lateinische Form für Krämer, also Kaufmann. Damit gibt es auch einen Bezug zur Geschichte der Stifterfamilie. 3 Generationen lang hat die Familie Schmidt vom Duisburger Firmensitz aus Groß- und Einzelhandel betrieben und dabei auch bisweilen für profane Produkte den Namen Mercator gerne gebraucht. Also, Gerhard Mercator ist auch ein anregender und herausfordernder Namenspatron. Die Stiftung ist stolz auf diesen Namen und hat ihn bei ihrer Gründung vor allem als Zeichen ihrer Verbundenheit mit der Ruhrregion und der Stadt Duisburg gewählt. Ideen beflügeln, Ziele erreichen, das ist seit 2008 Leitsatz und Überschrift unseres Handelns. Die Förderung von Integration, das heißt die Förderung von Vielfalt und Gemeinsamkeit, die Verhinderung des menschlich verursachten gefährlichen Klimawandels und die Förderung der Energiewende, der Einsatz für mehr kulturelle Bildung, die den ganzen Menschen bildet, das wurden unsere strategischen Ziele. Das Engagement der Stiftung hat sich ausgeweitet über die Ruhrregion und Deutschland hinaus, auch auf bundesweite Projekte. Wir treten ein für ein stärkeres, gemeinschaftliches Europa. Wir stehen für gegenseitiges Verstehen, vor allem mit der Türkei und China. Wir sind davon überzeugt, mit diesen Schwerpunkten sind wir unserem Namensgeber sehr nahe. Stand Gerhard Mercator schon bisher für den regionalen Bezug auf den berühmtesten Bürger der Stadt Duisburg, so ist uns sein Name heute Verantwortung und Herausforderung in einem umfassenden Sinne. Denn Gerhard Mercators Lebensweg, seine Interessen, seine Tätigkeiten, seine Leidenschaften sind vielfältig mit den Schwerpunkten der Stiftung verwoben. Migration ist für ihn eine prägende Lebenserfahrung. Als Gerhard Krämer, Sohn von Migranten, aus dem Herzogtum Jülich kommt er in Flandern zur Welt und Migration bleibt die Erfahrung seines Lebens. Sie wird mit dem Umzug nach Duisburg erneut die Erfahrung des Erwachsenen sein. Früh erfährt er aber auch die Förderung in Schule und Universität, durch die er den Bildungsaufstieg aus dem bäuerlich-handwerklichen Milieu seiner Eltern bis hinein in die europäischen Gelehrtenkreise schafft. Mercator war Wissenschaftler und Unternehmer zugleich. Seine wissenschaftlichen Studien standen ganz im Interesse ihrer Anwendung. Er nutzte sie für die Verbesserung und die Neukonzeption von Karten und Globen, die er für einen praktischen Einsatz vor allem in der Seefahrt tatsächlich geeignet waren
und damit nicht genug. Er entwickelte sie nicht nur, er stellte sie auch selbst her und organisierte ihren Vertrieb. Er war also Wissenschaftler, Anwender, Handwerker, Unternehmer in einer Person. Und Mercator selbst war dabei kein Reisender, aber gerade darin wiederum in einem überraschenden Weise modern. Er besaß ein außerordentliches Netzwerk von internationalen Korrespondenten und Zuträgern, die ihm jene Informationen auf dem jeweils letzten Stand des Wissens lieferten, die er für die Vervollkommnung seiner Karten benötigte. Weltbeschreiber hat ihn sein Biograf Nicholas Crane genannt, und er hat mit seinen Karten den Blick auf die Welt verändert. Lebte er heute, dann wäre wohl das Internet mit seinen Recherche- und Kommunikationsmöglichkeiten das Medium der Wahl gewesen. So wie für viele heute Wikipedia die erste Quelle der Weltbeschreibung ist. Wir freuen uns deshalb sehr, den Gründer von Wikipedia, Jimmy Wales, gerade an diesem Tag hier in Duisburg begrüßen zu können. Lieber Herr Wales, seien Sie uns herzlich willkommen. Die Stiftung Mercator ehrt ihren Namenspatron an seinem 500. Geburtstag mit dem Versprechen, auch künftig Menschen miteinander zu verbinden, neue Wege für internationale Begegnungen und wechselseitiges Lernen zu schaffen, Bildung und Wissenschaft als Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und Entwicklungen zu fördern und das alles mit einem unternehmerischen Geist, heimatverbunden und weltoffen zugleich. Ich freue mich auf einen spannenden Abend mit Ihnen. Und jetzt brauchen wir Herrn Naumann noch als Wegeführer.